So, ihr Fuckers und Fuckerinen, ich bin wieder Mike. Ja, das heißt, Freestyles, die härtesten am in the town. Meine Damen, meine Herren, Grandmaster, heil! Ja. Ich weiß nicht mehr, was mein Part war. Ich habe jetzt sowieso alles vergessen. Was reimt sich denn auf Webvideopreis? Der heißeste Scheiß. Und zwar haben wir heute den heißesten Scheiß gesehen. Tag 2 ist vorbei. Das hier ist das Highlight-Video. Wenn ihr genau wissen wollt, was noch so kommt, dann schaut euch einfach weitere Videos an. Wir haben noch ganz viele Spiele angespielt. XCOM, Battleborn, bla. Ja, ich will nicht alles verraten. Ich will es nur sagen, damit die Leute wissen, was sie noch zu erwarten haben. Das erzähle ich ja jetzt auch. Ich sage ja zum Beispiel, dass XCOM total gut war. Also meine Highlights des Tages. Denn nur die sind wichtig. Wann? Ist egal, ich frage Fabian als erstes. Ja. XCOM 2 fand ich tatsächlich, glaube ich, am coolsten. Ja, denn ich auch. Fand den ersten Teil sehr schön, freue mich auf die Neuerung des zweiten. Und die Inszenierung ist viel besser als beim ersten, das ist ja jetzt auch nicht so schwer. Aber das wird, glaube ich, ganz cool und es kommt auch schon in einem halben Jahr raus. Das hat mich überrascht. Check das Video aus. So, jetzt mal ein Test. Was haben wir heute als erstes für einen Termin gehabt? Nintendo. Ah, das weiß er noch. Wir sind nämlich immer total brenngeschmolzen am Ende so ein Tages. Was hast du da gesehen? Jetzt hörst du aber auf. Wir gehen weiter. Ja. Star Fox Dingsbums. Ja, und das mit den Männchen, die übereinander steigen. Also Gangbangers oder so. Ja, Gangbangers. Markus, was war dein Gangbang des Tages? Mein Gangbang des Tages war tatsächlich bei Nintendo, muss ich sagen. Ich fand dieses Mario Maker tatsächlich sehr gut. Das sage ich jetzt nicht nur, weil Link neben mir steht. Und wir ihn fürs Netzwerk. Ach nee, der ist schon bei Studio 71, ne? Nee, da muss ich keine Werbung mehr machen für. Nee, das stimmt. Nee, ich fand es tatsächlich sehr faszinierend, wie easy dieser Editor zu bedienen ist. Und das ist, glaube ich, das erste Editorenspiel oder das erste Spiel mit Editor, das ich mir tatsächlich auch mal ein bisschen länger zu Gemüte führen werde. Ich habe heute Penisse in Tearaway mit Christoph zusammen gemalt. Hast du, was hast du gebaut bei Mario Maker? Das ist sehr lustig, dass du das sagst, weil Tearaway habe ich auf der PS Vita gespielt und das Einzige, was ich da auch immer gemalt habe, war hast du das auch gespielt? Da kann man so, da muss man irgendwann mit Schneeflocken. So Schneeflocken, ja genau. Wir haben eine Penis. Bei mir rosa Penen hat es da geregnet. Ja. So, quasi das Penisgewitter. Ja, es war ein bisschen mein, guck mal, ich habe mit meinen riesigen Fleischerfingern konnte ich keinen filigranen Penis malen, weil ich auch keinen habe. Aber es ist halt so, auf diesem kleinen Ding ist nicht so ganz einfach wie auf der Vita, aber wir kommen vom Thema ab. Ich gehe mal weiter. Nintendo war auch dein Ding. Du warst im ersten Moment des Tages, das war deins. Definitiv ein Highlight. Ja. Tennis hat sehr viel Spaß gemacht zu zocken. Mario Tennis, aber auch zu viert, weil ich spiele, wo es keinen Bock hat. Aber auch Fabian Siegesmann hat sich sehr gefreut über was? Tennis. Tennis mit Peach und, ja, und dem Pilz. Ja. Den kleinen Kupp-Kopp. Und ja, und dann das neue Zelda habe ich angespielt. Mit dem Gangbang überstecken da. Hat ja auch so schön alle euch neu vertont habt. Aber naja, das war sehr cool, hat sehr viel Spaß gemacht und hatte Potenzial wie sonst was. Was war das mit Penissen gerade? Ich habe keinen Penis hier mal bei Mario Maker. Wir kommen zu Jana, die hat auch einen Penis. Was hast du heute? Was war dein Lieblingsding heute? Deins? Also du warst mein Highlight, danke. Aber ich fand auch das Remake von Resident Evil Zero ziemlich gut. Ah, okay. Vor allem, weil ich das Originalspiel noch nicht kenne und ich freue mich da sehr drauf. Kommt Anfang 2016. Wird gut, hoffentlich. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Ich schaffe weiter. Hallo. 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 Dein Highlight? Ja, achso. Gut, dann stelle ich mir, warte mal, ich denke mir erstmal eine Frage aus. Was stelle ich dir für eine Frage? Was könnte ich so am Ende so eines Messetages fragen? Wie war dein Tag? Hast du aber gewagt. Der war echt anstrengend. Also, so langsam möchte ich mich wirklich in mein Bett legen. Im wunderschönen Venice Beach Hotel. Irving. Werbung. Das Wetter nicht so gut ist, leider. Genau. Ja, stimmt. In der Stadt ist es echt besser. Haben wir alles für das Interview beantwortet, glaube ich. Genau. Aber Spiele waren so heute keine Highlights für dich dabei? Nee, tatsächlich war ich bei EA. Ich hätte zwar gestern schon hingehen können, habe aber vorhin mal FIFA angezockt und es ist halt FIFA. Garden Warfare 2 war cool, muss ich sagen. Da muss ich echt sagen, würde ich mal gerne mal reinschauen. Und Street Fighter natürlich. Fand ich auch sehr geil. Genau, das ist auch mein Highlight gewesen. Nee, ist nicht das Highlight des Tages, aber ich habe voll Spaß damit gehabt. Und ich habe zusammen mit wer war eigentlich dabei? Ich weiß nicht schon, ob das war. Wer war mit mir in Deus Ex? Habe ich vergessen. Aber jemand war mit mir in Deus Ex und das fand ich einfach nur gut. Das ist wieder richtig schön. Richtig schön taktisch. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten in diesem Spiel. Es sieht scheiße geil aus.
Das fand ich richtig toll. Und was habe ich noch gesehen? Eine Sache fand ich, XCOM fand ich schon auch noch gut. Der Webvideopreis, den hast du jetzt vergessen. Was? Der Webvideopreis, der war auch noch sehr geil heute. Der war, heute nicht, der war letztes Mal. Immer geil. Ja, der ist immer geil. Ich gucke mal eben auf meinen kleinen Plan. Ich will, wie gesagt, Der Akku ist leer von der Kamera. Wir vieles davon könnt ihr dann noch in den Linksbums sehen, wenn unsere Cutter nicht zu Hause gestorben sind, weil sie die ganze Nacht wieder durchmachen müssen. Morgen geht es nochmal weiter mit LPT Live. Habe ich vergessen, 18 Uhr, wie immer. Und danach auf YouTube, auf dem YouTube. Ja, und dann gehen wir wieder auf die Messe und dann gibt es morgen wieder eine großartig moderierte Abschiedsshow, wo jeder nicht mehr will.